Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge der Getreidekrieg. Nee, Quatsch. Siedler von Katan. Mitten mit dabei ist wieder der Getreidekriegsminister Anno Hollig. Moin, moin, lieber Getreidekriegsminister. Ja. Alter, ja. Jetzt geht's aber ab hier. Da werden neue Ämter geschaffen, nur für diesen Kandamir. Ja, wir sind ja an einer tollen Stelle letztes Mal hängen geblieben. Mit viel Getreide und wenig Schaf. Nenn ich es jetzt mal so. Sollen wir noch mal fragen, ob jemand Schaf hat? Viel Getreide und nichts, ja. Einfach, wenn wir dann... Ich habe jetzt einfach mal das Getreide rausgepickt. Ich weiß gar nicht, warum. Gibt's im ganzen Kloster nicht. Gerade das fehlt mir auch. Ach. Von dir habe ich auch gar nichts anderes erwartet, dass dir das fehlt. Die Sehnsucht, ne? So, ja, was machen wir jetzt Sehnsucht damit? Sehnsucht nach Schaf. Damit können wir gar nicht nach Getreide, nicht nach Schaf. Das ist wieder eine andere Sehnsucht. Aber das lassen wir jetzt, wollen wir gar nicht zu sehr, ne, aufkommen lassen hier. Was uns fehlt, Schaf. So. Ja, nein, oh Gott, nein. Die Sehnsucht nach Schaf wollen wir lieber nicht. Ja, egal, kommentieren. Zug beenden, wir haben keine andere Wahl. Ja. Auch wenn wir eigentlich viel zu viele Karten haben. Sie hat ein Schaf gekriegt, ich hab's genau gesehen. Ich will noch mal fragen. Nein, hab ich nicht. Mittlerweile können wir selber tauschen. Oh Gott, ja. Wie? Boah. 4-1 ohne Probleme. Alter, aber ganz ehrlich, was hat denn Kandamir? Muss das Doppelte an Erz haben, ja? Warte mal, ich frage nochmal so. Ich habe zwar andere Pläne, aber ich habe auch Pläne damit. Muss ich zumindest ehrlich, ich habe das zwar. Ja, aber na gut. Okay, aber dann tauschen wir eben 4-1. Ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach nochmal. So, Siedlung. Und zwar jetzt kannst du entscheiden. 3-1 oder bei der 9? Ich würde etwas da unten das 3-Ding nehmen. Das Getreide zumindest noch mehr sicher. Weil die 4 war jetzt schon sehr häufig und dann, was weiß ich, irgendwann bricht das ein und dann kommt gar keine mehr oder so. Und die 9 ist ja nun auch nicht so selten gefallen. 3-1 wäre der Vorteil gewesen, wir hätten mit allen 3-1 tauschen können. Aber gut, das ist jetzt das nächste Ziel. Erst eine Stadt und dann hier noch ein Ding dran. Gut, dass wir jetzt so viel Getreide hatten, ist eh eigentlich. Es ist total merkwürdig. Wir haben ein einziges Getreideding mit einem Dorf dran. Bei einer sehr niedrigen Zahl und das kommt dann relativ häufig, was ungewohnt ist. Unterschätze aber die niedrige Zahl nicht, denn eine 4 hat mehr Möglichkeiten wie eine 9. Nicht wirklich, ich weiß, aber gleich viel eigentlich. Oder? Ja. 6 und 3 und 5 und 4 und das andere hat 2 und 2 und 3 und 1. Also, naja, gut. Oder habe ich jetzt bei 9 irgendwas vergessen, irgendwelche Kombinationen? Ich glaube nicht. Nee. Nicht wirklich, nee, oder? Gibt nur die 2. Also haben die also eigentlich die gleichen Chancen. Nicht mehr Zahlen auf einen Würfel, oder? Nee, also deshalb haben die eigentlich die gleichen Chancen. Fehlt dir wieder Schaf, ne? Ja, aber wir können eh noch keine Siedlung bauen, weil wir 5 Siedlungen haben mittlerweile. Wir brauchen jetzt zuerst eine Stadt. Jetzt brauchen wir das Erz. Und das Getreide. Oh, okay, gut. Aber wir könnten, aber Getreide gegen Erz ist kontraproduktiv. Das brauchen wir beides, lieber Kandamir. Ja, du hast ja genug Erz, wollte gerade sagen. Boah, aber der hat auch jede Menge Städte. Das wird auf jeden Fall ein heißer Tanz. Der hat im Prinzip nur seine Anfangsstädte plus eine Straße und noch eine Stadt, die er gebaut hat. Und die Ritter halt. Ja. So, wir könnten uns das jetzt aber zumindest ein bisschen was zurechttauschen mit dem Lehm. Hildegard versucht zumindest, ja, wir bräuchten, was brauchen wir denn eher? Erz oder Getreide? Schwierig abzuschätzen, ne? Wie war denn das Bauverhältnis? 3-2? Also 3 Getreide, 2 Erz oder anders? Ich lehne das hier erstmal noch ab. So, jetzt darf ich jetzt bitte gucken. Achso, wir sind noch gar nicht dran. Dann kann ich dir das erst gleich sagen. Oh, mal. Jetzt.
Zwei Getreide, drei Erz. Das ist schon heftig. Aber zumindest zwei Erz könnten wir uns noch irgendwie Zurechttauschen, ja. zurechttauschen. Das würde Und gehen. dann ist die Frage, ob irgendjemand bereit wäre, ein Getreide für ein Holz zu geben oder so. Nein, nein. Schade. Los, stopp, schade. Ja, na gut, dann eben ein andermal. Jo. Wir haben immerhin die drei Erz schon. Jetzt kommt wahrscheinlich eine 8. Nee, eine 4, sehr Vier. schön. 4 ist viel besser. Ja. Also wir müssen nur noch dran sein. Das ist eher ein Problem. Noch, im Moment haben wir die Sachen. Jetzt kommt sie mit der 9. Ja, gut. Damit können wir leben. Ja. Und eine 10. Auch damit können wir leben. Jetzt haben wir nämlich schon fast die Zutaten für die nächste Siedlung. So, erstmal eine Stadt. Ich würde sagen, hier oben, oder? So, jetzt fehlt nämlich eigentlich nur noch Schaf. Für die nächste Siedlung. Ja. Wir haben immerhin schon 10 von nötigen 13 Siegpunkten. Na dann, machen wir mal Macht so ein weiter. bisschen Angst, was die Hildegard da vorhat. Wenn sie sich jetzt noch eine Naja. Siedlung holt, dann kriegt sie ja 2 Punkte wieder wegen fremdes Land und so. Hat sie wieder 9. Okay, Holz, Wolle. Die Straße von ihr ist jetzt auch schon ziemlich lang. Ja, 6 im Vergleich zu unseren 8. Also wir müssen demnächst wieder vielleicht hier noch hoch. Sind wir bei 9. Hier noch rüber. Ich weiß nicht, ob das verlängert, wenn wir hier rüber gehen. Weißt du, wie ich meine? Nee, wollen wir nicht. Ich würde sagen, machen wir erstmal die Siedlung beim 3 zu 1 Hafen. Und dann können wir ja immer noch gucken, wie sich's entwickelt. Ich meine, Genau. es ist einfach viel Glück und das Glück bestimmt hier mitunter halt auch der Computer. 4. Alter. Also wir müssen uns echt mal merken, die Statistik davon anzugucken, ey. Ja. Die Hätte ich 4 aber. hat, glaube ich, alles weggerusht hier. Hätte ich glaube aber sowieso gemacht. Gut, dass wir dranhängen. So, was möchte sie? Holz für Lehm. Ne, das bringt uns auch nicht viel. Brauchen wir beides. Tut uns leid, Hildegard. Die 10. Wir haben noch ein bisschen Lehm gefunden. Aber es reicht immer noch nicht. Ich bin schon wild am Rechnen, wie wir tauschen könnten, aber es funktioniert noch nicht. Es fehlt ein Schaf, oder? Oder ein Getreide, wenn man so will. Dann können wir 4 zu 1 tauschen. Aber ja. Ja, aber frag doch mal erstmal vielleicht Schaf Gegen und Getreide, ne? genau. Nein, nein. 2? Komm schon, kann da mir du ein Getreide? Knickknack. Da geht doch was. Da geht doch was. Ja, ich kann ja mal fragen, ich glaub's aber nicht. Na gut, dann eben nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen hoffen. Erstens, dass das Schaf kommt oder eben Getreide. Oh Gott. Also. Ja gut, die 5 kannst du zustellen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber zieh das Richtige. Stimmen wir jetzt? Das Richtige. Ja. Das Richtige Ich haben wir doch hab's ja noch besprochen. so geahnt, ja. Ich hab noch gesagt, ne, bitte zieh. Oh Gott. Gut, jetzt können wir aber ein bisschen hin und her tauschen. Theoretisch würde es jetzt schon reichen. Wir könnten jetzt uns die Siedlung ertauschen. Nee. Naja, wir brauchen jetzt Holz und Und Schaf. Schaf. Ja. So. Das ist nicht das, was wir wollen. Tut mir leid. Genau, tausch mit der Bank. Oh, 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 Ach du Schreck, hast du mal gesehen, was kann der mir sich auf dem Weg zu seinem Erzding da oben macht? Das ist ganz schlecht. Eine ganz schlechte Entwicklung. Haben wir das vorher nicht irgendwie gedacht? Ich glaube, das war. Naja. Weil er mit der Wolle, glaube ich, ziemlich viel gemacht hatte. Och, nö. Ja, auch noch das. Jetzt reicht es nämlich nicht mehr. So, oder? Oh. Weil Schweren Herzens. damit können wir tauschen und das brauchen wir für die Siedlung.
Kanami würde sagen, wie könnt ihr Getreide losgeben? Aber echt. Ja, sieht auch noch bei uns. Nee, ist klar. Ist da und hat auch noch. Ja, genau. Also, ich bin mir sehr unsicher, ob wir diese 2 Punkte auch bekommen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, nee, müssen wir haben. Okay. Ja, super. Wir sind wieder an einem Punkt, wo wir nichts machen können. Nichts, nichts. Also außer vielleicht ein bisschen tauschen, aber für was? Holz wäre vielleicht gerade keine schlechte Idee, Damit. weil hier zu ist. Gerade das haben wir das. Aber weil sobald eine 3 kommt, hätten wir beides. Weißt du? Puh, 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 puh. Was machen? Ja, Oder hol was. Holz? Habe ich selbst schon, damit kann ich leider nicht dienen. Ja, ich wollte euch eigentlich auch gar nicht fragen, sondern so tauschen. So. Jetzt wäre ich sehr für eine 3. Falsche 3. Zu viel 3. 3x3 drei habe ich gar nicht verlangt. Wer möchte mit uns tauschen? Getreide für Leben. Bringt Mach uns das ja, was? mach ja, mach ja. Was bringt uns das? Mach nee, nein, mach nein, mach nein. Nee, kannst du. Ich hab gerade überlegt, wofür denn? Ja, ich habe auch gerade gedacht, Wegen das war Tauschen mein meinst du Typ. Ja, aber. wegen dem Tauschen, aber da fehlt dir immer noch dann der eine Stein dann. Gut, den hätten wir jetzt gehabt, aber das wusste keiner. So, Holz gegen Schaf. Das ist genauso doof. Oder? Also, wenn wir jetzt Ja. wüssten, wie der nächste Zug ist, dann gerne, aber so. Könnten wir noch mal ganz kurz den nächsten zumachen und dann noch mal auf das Gespräch zurückkommen? Danke. Können wir nochmal zurück und dann. Ja, nee. 7. So, wir ziehen wieder bei ihm, würde ich sagen. Jo. Können wir auch hier, ja, können wir. Sind beide dran. Oder willst du lieber hier hoch? Also hier an den, wo er 2 Städte hat, das ist ja schon, Ja, wenn du daneben mach kommst. bei der 6, wo die beide dran sind. Ach so, zu spät. Ich habe gedacht, wo die beiden Städte. Weil hier kriegt er halt dann 4 Karten auf So. einmal. Damit kann er ja machen, was er will. Na, schon mal wieder, ja. Okay, wir haben das zwar. Wir haben Erz. Die letzte Karte, die wir Yay. jetzt brauchten, war. Oder wir tauschen 2 Steine gegen ein, nee, wir Schaf. brauchen 3 Erz, ne? Für eine Ja, Stadt. ja, ja. Ja. Ich sag ja, das ist die letzte Karte, die wir brauchen eigentlich. Die allerletzte. Weil jetzt mit Entwicklungskarten anfangen, brauchen wir glaube ich auch nicht mehr. Also nicht mehr in dem Stil, weil er hat schon 4 Ritter vorgelegt. Das heißt, wir müssten 5, um die Punkte auch noch abzustauben. Ah, gut. Jetzt vielleicht jemand bereit, ein Schaf abzugeben für ein Getreide oder ein Erz. Irgendwas, was wir beides nicht brauchen. Das habe ich leider schon. Das habe ich leider nicht. Hätte es nicht genau andersrum machen können. Für ein Erz. Was besitzt das Kloster schon? Was willst du? Die will Holz, ne? Probieren es damit mal. Das kann sie auch nicht brauchen. Alles klar, nee, dann leider nicht. Schweren Herzens Runde abgeben, ne? Ja, mal Hilft wieder dir viel zu alles. viele Karten. Hilft dir allen? Ja. Ich sag jetzt nichts. Ich mach jetzt meine Augen zu und du sagst mir, sobald wieder wir dran sind. Und du sagst nicht, wenn ein Räuber kommt oder sonst was, okay? Alles Ich will das klar. gar nicht sehen. Oh Wir haben Gott. noch Oh mehr Karten Gott. bekommen übrigens. Ich habe gedacht, ich sag's mal. Eben. Oh. Nicht, dass sie uns jetzt noch die Punkte abnimmt. Wir müssen ganz schnell eine Straße oder sowas bauen. Oh Gott, sie ist schon bei 12. Oh Gott, nein, 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 nein. Wenn sie jetzt noch eine Siedlung baut, sind wir im Arsch. Ja. Okay, ich würfel mal, ja. Okay, damit können wir was anfangen.
Wir können zwei Straßen bauen, dann sind wir wieder vorne. Ja. Das wäre ein Anfang. Und können wir Und dann noch? Ne, dann können wir nicht mehr viel machen. Weil wir sonst das Ding brauchen für Getreide. Wir brauchen eine Siedlung und eine Straße wenigstens. Aber es bringt uns nichts, ne? aber würde ich sagen, machen wir die Siedlung erstmal bei diesem 3 zu 1 Ding, oder? Sonst kommen wir ja nie von der Pottendame. Ja, aber sollen wir das so machen? Weil sonst, sie hat sonst gewonnen, wenn sie jetzt die entsprechenden Rohstoffe kriegt in der Runde. Wir sollten die Straßen eigentlich bauen. So schwer es fällt. Also ich tausche jetzt einmal Getreide, hier die Ding gegen Wolle, dass wir für Ja. die nächste Runde eventuell haben und dann zwei Straßen bauen, hätte ich gesagt. Dann braucht Ja. sie zumindest, mehr Rohstoffe. Weißt du, Ja. was ich meine? Wir haben immer noch hier die Möglichkeit. Ich baue die jetzt einfach hier unten dran. Das ist ja jetzt erstmal egal. Fast. Ja, unten oder oben, ist egal. Ja, ich weiß nicht, ob das hier dann auch noch zählt, deshalb. Ja, oder hier noch und hier. Oder? Ja. So, warte mal, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen einen Stein, oder? Ein Stein, ja. Das Ja, fragen wir fragt mal nochmal. in die Runden, ob jemand Stein für irgendwas haben. Von dem wir auch was überhaben, ne? Nach so einem Tausch würde Ein Henkel mich Getreide brauchen wir, ne? Oder wie war das? vor dem Ding entmundigen lassen. Okay. Was? Was hast du gerade gesagt? Ich sagte, ein Stein brauchen wir. Eigentlich waren wir dumm. Definitiv, aber warum? Hätten wir jetzt schon nicht die zwei Straßen gebaut, sondern hätten uns diesen 3 zu 1 Hafen da geholt, könnten wir jetzt das Getreide eintauschen, 3 zu 1. Für zwei Straßen. Na egal. Ja gut, jetzt ist nun mal so. Sowas siehst du aber auch erst immer hinterher, ne? Ja, leider. Wenn es sich so ein bisschen, weil wir hatten ja 50 Karten hier unten. Tja, was machen wir jetzt damit? Gute Frage, nächste Frage. Wir haben jetzt 8 Karten. Einmal Ritter und wir müssen die abgeben, wobei wir haben ja noch übrig. Ich glaube, wir lassen es drauf ankommen, oder? Wir haben jetzt eh keine Wahl. Keine große. No. Weil Ob sie sie wollen auch uns ja leider. das Leben nicht wirklich geben. Die Dann wissen, müssen wir was wir denn jetzt. vorhaben. Das ist ja schon. Naja. Okay, wir hätten jetzt zumindest wieder Rohstoffe für eine. Ja, wir hätten Rohstoffe für alles eigentlich. Wir könnten aber eine Stadt bauen, theoretisch. Leben für. Nee, nicht für ein Schaf. Ich glaube, du spinnst. Nee. Jetzt können wir uns auch so hertauschen. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Außerdem, was du damit machst, will ich gar nicht wissen. Hildegard, komm schon. Oh Gott. Ich habe relativ viele Holz zu ihr hochwandern sehen. Ja, wir tauschen nicht mit dir. Giss es. 10 Karten. Boah, 10 Karten. Die kann damit alles machen. Gib ab, gib ab, gib ab, gib ab. Obwohl sie tauscht ihr Holz weg. Das heißt, Ja. sie hat, dürfte. Fertig. Fertig. Siehst du die Punktzahl da oben? Ja. Ja. Och Mann! Ein So Punkt. close. Ja, wir hätten wirklich das anders machen sollen. Tja. Oh Mann! Ja, nachdem wir jetzt bald bei 20 Minuten sind, würde ich sagen, das wird eine bisschen kürzere Folge und wir fangen in der nächsten Folge nochmal neu an, oder? Ja. Weil jetzt nochmal hier so ein Anfang hinten dran zu klatschen, ich weiß nicht, ob Nee, das das geht so. nicht gut. Das ist nicht Nee. gut. Dann Also, wir lieber hätten. hier diesen spannenden Ja. Endfight um das Getreide. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt aber trotzdem nochmal die Statistik an. Ja. Die 4 kam 12 Mal, genauso oft wie eine 7 und eine 9. Boah. Interessanterweise. Aber 9 kam ja. Gut, die kam jetzt gegen Ende noch ein bisschen häufiger, ne? Ja. Die 9. Kam mir gar nicht so häufig vor, wenn ich ehrlich bin. Nee, mir auch nicht. Die 8 aber im Vergleich echt schlecht abgeschnitten. Die 6 mit 5. Für das, dass es eine rote Zahl ist, ist echt mies. Ja. Da ist die 2 ja fast so gut. Oh, die Und die Gott. 11, ich meine, Die die 11 Elf. ist besser, ja.
meine, klar, eine 11 ist jetzt nicht die schlechteste Zahl, aber es gibt halt trotzdem nur eine Variante eigentlich davon. Oder wenn Es man gibt nur eine. hoch. Ja, 6 und 5. Krass. Krass, krass. Okay, 2, weil es ja zwei unterschiedliche Würfel sein können. Kann mal die eine die 6 und die andere die 5 sein. Ja, Gott, ja. Aber ja, ne? Also ganz kleine Erhöhung im Vergleich zu 12 vielleicht. Krass. Erz 50. Alter, ja, das war doch echt hier garantiert mit seiner Stadt da oben. Die vier. Wie oft Die kam die vier, vier? also 12 Mal? 12 Mal kannst du holen. Und der hatte relativ Das heißt, er hat schnell. mindestens die Hälfte, 24 Erz, die Hälfte vom gesamten Ertrag an Erz hat er hier gehabt. Naja, gut, er hatte am Anfang, glaube ich, nur eine Siedlung dran. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, kann sogar sein, wo die Vieren dann kamen, weil die kamen ja auch erst. Naja. Diese aber in der letzten Folge. Und ich weiß, die 2 und die 8, wo die einzigen anderen Erzberge sind, die kamen nicht so häufig. Nicht wirklich, nee, vor allem, doch die zwei auch, aber nur solange wir nicht dran waren. Die kamen halt eben die 4 Mal. Ja. Nö, gut. Aber dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es klappt beim nächsten Mal etwas besser. Wir machen das natürlich noch mal von vorne, klar. Ganz von vorne, lass uns mal beim Tutorial anfangen. Ja, wir haben vorher schon gewitzelt, ja, bevor wir die Aufnahme jetzt gestartet haben. Ach, sollen wir nicht noch mal das Tutorial starten? Ja, hätten wir es Einfach nur mal noch mal so gemacht. aus Erinnerungsstücken das noch mal zu spielen, das zu spielen, so aus Sentimentalen. Mir fiel das Wort nicht ein. Ja, hätten wir es doch einfach mal gemacht. Nur gut, aber in Ist. diesem Sinne sag ich schon mal danke fürs Zuschauen und die letzten Worte hat wie immer der gute Anno. Ja, dann wünsche ich euch auch einen schönen man kommt am Montag und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Mummel, Mummel, Moss, Moss, macht's gut, Levelüt, und ja, hau raus.